Hallo meine Lieben, wir spielen Nerfed. Ich wollte das Intro kurz für euch drin lassen. Ich gehe mal auf Fortsetzen, es lädt jetzt sehr, sehr lange. Dieses Spiel ist um 3,14 Euro im European PSN Store, also im europäischen, in Aktion, statt 9,99 Euro um 3,14 Euro. Die Aktion gilt bis 21.11., also ihr habt ein bisschen Zeit. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst ein Like da, abonniert mich. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe jetzt auch hoffentlich alles richtig gesagt. Ich habe das jetzt nämlich, glaube ich, 7 oder 8 Mal aufgenommen, weil der Ton jedes Mal nicht gepasst hat, weil das Spiel viel zu laut war. Es ist leider auf Englisch. We have to find that cabin first, up that hill, and get some sleep. If we're lucky, we can charge our walkie-talkies. Tomorrow, I want to get some recording of the area before anything else. Joe, look at this fog. It looks... Amazing, isn't it? The network would love this footage. Let's find our shelter first. We'll worry about recording later on. Sie reden Englisch. Let me check my map again. Die Untertitel sind sehr, sehr klein, die Deutschen. Die Zusammenfassung ist, sie müssen das Haus suchen, damit sie vielleicht Strom haben für ihre Walkie-Talkies. Und morgen werden sie wahrscheinlich irgendwelche Aufnahmen machen. Warum das Spiel Nerfed heißt, hätte ich jetzt schon eine Idee, weil sie geht mir jetzt schon auf die Nerven. So, wie mache ich jetzt die Map? Wie es geht, haben sie nicht gesagt, gell? Ich drücke mal alle Knöpfe. Nein, A3 ist Taschenlampe an und aus, okay. Ah, Viereck ist die Map. Wir sind, okay, wir sind da bei der Train Station. Und wir müssen zu Our Cabin, hat sie gesagt. Wir müssen zuerst unsere Hütte finden, um uns auszuruhen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zur Train Station und dann biegen wir nach rechts ab. Wie komme ich wieder raus? Auch mit Viereck. Ich schaue gerade, ob ich rennen kann. Und wenn ja, wie? Na? Also, Rennen ist auf L1. Das ist ja interessant. Also Rennen ist L1. Sehr interessant. Ich werde kein Spiel mehr spielen können nach dem, weil überall anders ist es R2 oder X oder Viereck. So, das ist die Train Station. Oh, wir haben schon einmal eine Trophäe bekommen, die Trainspotter heißt. Finde ich schon mal sehr sympathisch. Schau mal, ist das blutig? Oh, ich weiß nicht mal, was das ist. Okay, ich würde sagen, gehen wir mal rein. Schub. Na? Er geht nicht rein. Geht er da? Ah, schau, sie steht hinter uns. Bist du deppert? Ich habe mich gerade erschreckt. Auf X geht die Tür auf, wenn wir nicht im Weg stehen. Na, die Tür geht nicht auf. Ah, sie schaut in die andere Richtung. Also die will wahrscheinlich, dass wir geradeaus rennen. Gib her die Lampe. Na? Das ist eine komische Trainstation, wo man nicht rein kann. Ah, jetzt kommt Musik auch noch. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt da circa in die Richtung. Wer fällt ein? Da müssen wir zu irgendeinem Haus kommen. Na? Hoffentlich. Hey, das ist ein Weg. Ist mal nicht schlecht. Schauen, das ist das Haus. Ja, ja. Schau, wie ich das schaffe. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Wir sind bei Towns Mayor House. Der Mayor ist der Bürgermeister. This must be this old town mayor's house. Ich würde mal sagen, dieses Schloss ist kaputt. Was ist das? Aha, da steht irgendwas Blaues läuft aus. Das ist ein Maxl. Da steht PEG. Soll das PEG heißen? Oder PDG? Keine Ahnung. Und da steht KG. Ah, muss ich nicht herausfinden, was das heißt. So, gehen wir mal zur Cabin. Hat gesagt, das ist weiter in die Richtung. Ich habe das Spiel übrigens gekauft, was mich an Cold Out erinnert hat. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel, das ich euch gerne mal vorstellen kann. Eines meiner ersten Horrorspiele, die nicht Resident Evil waren. Oje, wo ist das Haus hin? Ah, ich bin schon falsch abgebogen. Schau.
Was ist das? Aha. Ein... Für Jäger oder für was ist das? Wieso stehen da Kerzen? Fragen über Fragen. Sie steht jetzt wahrscheinlich genau hinter mir. Mir. Die geht mir... Gehst du aus dem Weg, junge Dame? Bitte. Die geht nicht weg. Geh mal darüber. Okay, jetzt ist es weggegangen. Also das Spiel heißt Nerft wegen ihr. und jetzt... Ich bin gerade rechts gegangen, jetzt muss ich wieder links gehen. Okay, ich habe mich jetzt schon verlaufen, wenn du mich fragst. So, wo sind wir? Okay, jetzt schaut's gut aus, einfach geradeaus. Immer der Nase nach, da ist das Haus hier. And we're here. This is our cabin, dear. You're panting. I told you, you have to exercise more often. Ja, das lästig, die Frau. Die nervt so richtig. Ich meine, ich bin da wunderbar jetzt hingelaufen und die sagt, ich keuche meinen weg. Ich meine, das ist... Wie so den Schuh aufgehängt. Einen blutigen Schuh noch dazu. Und sie steht schon wieder direkt hinter mir. Ich habe das Gefühl, dass die vielleicht ein Geist ist, dass die gar nicht wirklich da ist. Ja, wie mache ich die Tür auf? Ja, das ist sehr gemütlich. Da haben wir... Mo. Das macht er nicht auf. Finally, we can get some rest. Okay, die wollen sich ausruhen. Na dann, lassen wir es einmal. I'm curious about this Toymaker's house as well. Toymaker house. Indeed, I am Spielzeugmacher. Too. That's a whole different layer of mystery within this story. We'll investigate all about it. Okay, die sind hinter irgendeiner Story. Did you hear that? What was that? Ah! Ah! No! What the Nora. Fuck? Ich heiße Nora. Ah, Hat der Nora gesagt? What the fuck? Ich hoffe nicht, dass die Nora heißt. Ich meine, jetzt heißt sie nichts mehr wahrscheinlich, aber... Puh, na das fängt ja schon einmal gut an. Gerade habe ich mich an den Wandersimulator gewöhnt und dass wir da irgendwie in einer rustikalen Hütte sind, wo nichts passieren kann. Aber nein, in der Hütte geht es schon gleich mal ab. Aber das hätte ich mir ja schon denken können, wo wir den Schuh gesehen haben, den blutigen. Ja, dieses Spiel lädt sehr, sehr lange. Ich glaube, dieses Spiel schlägt sogar Siberia 3 beim Laden. Und Siberia 3 war das am längsten ladende Spiel, das ich je gespielt habe. Joe, do you hear me? Joe? Joe? Sie lebt noch. Nora? Ja, der ist wirklich Nora. Where are you? What happened? My head... My head hurts so bad. My head hurts too. I think something attacked us while we were asleep. They kidnapped me. Where are you? Ich bin da. I'm still in the cabin. I just woke up. My head is spinning. Where are you? I think I'm in some dark room. I hear nothing. This place is like a cellar, I guess. I don't know why I still have the walkie-talkie. Er kann sich nicht bewegen. Sie hat Angst. Sie sitzt in irgendeinem dunklen Raum und ist entführt worden. I'll find you. Das hat sie nicht mehr gehört. I should start by checking the mansion first. And then maybe the train station. I feel safer and warmer when I'm around fires and light sources. Good rule of paranormal investigation. Evil spirits can't hurt you if you're around fire and lights. I hope. Aha, ich habe eine Lupe. Was mache ich jetzt mit der? Er schreibt was auf. Achso, er speichert wahrscheinlich. I should check my journal. Ich spiele gerade mit der Lupe. Du kannst dein Journal nachher spielen. Die heißt wirklich Nora. Ich hoffe, ich bin nicht so nervend wie die. Weil die ist echt nervig, die Frau. Aha, das Walkie-Talkie können wir auch anschauen. Aha. Die Lampe? Nein, ist wieder Walkie-Talkie. Was haben wir da? Was ist das? Eine Kamera.
Okay. Werkzeug. Es wäre cool, wenn wir das einstecken würden, ne? Aha. R1 macht genau das gleiche wie X. Interessant. Was ist da? Na, mach auf. Ach, geht nicht auf. Okay, will so ein Journal checken. Viereck. Die Villa überprüfen. Böse Geister können dich nicht verletzen, wenn du in der Nähe von Feuer und Licht bist. Die Villa. Mhm. Und was ist jetzt die Villa? Das ist eine gute Frage. Weil der Majors Haus ist doch keine Villa. Menschen ist die Villa wahrscheinlich, oder? Ist aber ganz schön weit. Okay, und wie überprüft er sein Journal? Ich probiere gerade alle Knöpfe. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, gehen wir einfach weiter. Ich drehe mal das Licht ab und schaue, ob ich sterbe. Huh? Oh, Spiel speichern. Na, hätte das ja dann aber gleich sein können. Okay, wir wurden da angegriffen, dabei ist gar nicht so finster da. Interessant. Ich renne jetzt einfach immer geradeaus. So, L1 habe ich gesagt. Ich renne jetzt einfach immer geradeaus und schau, was passiert. Da drüben ist mal Licht. Okay, wir brauchen wirklich Licht. Ich bin schon tot, da brauche ich kein Licht mehr einschalten. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Bist du deppert? So, jetzt müssen wir fortsetzen gehen. Es lädt schon wieder. Wow, Wahnsinn. Also das passiert, wenn man sich einfach im Dunkeln drauf losmacht. Das macht man nimmer. Aber dass das Ding schwarz war, ist schon irgendwie beängstigend. Ich habe so Albträume gehabt, genau von so einem schwarzen Ding. Aber mein Ding hat nicht so eine Form gehabt, aber sehr, sehr, sehr beunruhigend, sagen wir mal. Ich will gar nicht so viel drauf eingehen. I should start by checking the mansion first. And then maybe the train station. I feel safer and warmer when I'm around fires and light sources. Good rule of paranormal investigation. Evil spirits can't hurt you if you're around fire and lights. I hope. Also, ich renne jetzt in die Richtung geradeaus, damit ich mal zu diesem Hause komme. Weil da war irgendwie Licht, ne? I should check my journal. Ja, dein Tagebuch. Das ist schön, dass du sagst, du checkst your journal. Ups. Aber er sagt mir ja nicht wie. Ich schaue jetzt noch einmal alle Knöpfe durch. Er will das Journal checken, aber da gibt es keinen Knopf dafür. Und wenn ich auf Pause gehe, lädt er wahrscheinlich wieder, ne? Ja, zurück. Weiterspielen. Er braucht, er checkt sein Journal. Ja, und wie? Also wenn einer herausfindet, was man drücken muss, um das Journal zu lesen, sagt's mir's. Ich find's nicht heraus. Vielleicht ist das Journal in der Hütte, vielleicht muss ich nochmal zurückgehen. Aber schau mal, da drüben steht dieses Ding da, schau. Und es kommt näher. Jetzt versteckt sie sich. Schau mal, wo das hingeht. Das hat eine Axt in der Hand. Und jetzt kommt es zu mir. Jetzt geht er nicht mehr weg. Scheiße. Scheiße. Und jetzt? Wenn ich mich umdrehe, bringt er mich um. Der wartet nur auf mich. Schau.
Schaut ein bisschen aus wie ein, wie der Gollum, oder? Ich würde ihm auf jeden Fall nicht nochmal zu nahe kommen. Das schaut so aus, als wäre das wie ein Wächter. Ich mal die Taschenlampe ein bisschen weg, vielleicht. Ich dreh's mal ab. Ich traue mich ja nicht mal wegschauen. Was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da bis morgen oder bis übermorgen. Mein Einkauf hätte ich genug, aber... Jetzt ist der Turm weg. Mhm. Und was soll ich jetzt machen? Jetzt komme ich dann nie wieder weg. Ich sitze in der Falle. Wo ist das nächste Licht? Irgendwo anders. Ah, Mist. Und der haut nicht ab? Geh weg. Geh weg. Geh woanders hin. Fahr auf Urlaub. Scheiße. Der geht nicht weg. Ich gehe mal auf ihn zu und leuchte ihm die ganze Zeit ins Gesicht. Schaut er den an, wie der ausschaut. Da weiß man nicht mal, ob das ein außerirdischer Zombie oder was das ist. Wieso haut er jetzt nicht ab? Ich bin im Licht. Scheiße. Gut gemacht auf jeden Fall. Aber der haut jetzt... Wie komme ich da weg, wenn der da jetzt da steht? In dem Moment, wo ich mich umdrehe? Ah, das hat nicht geholfen. Okay, das hat nicht geholfen. Also, auf ein neues. Puh. Also ich sollte dann gleich einfach weiterrennen, wenn ich da im Licht war, ne? Und vielleicht rechts herum, wenn der Typ links steht. Warum bin ich auch eigentlich stehen geblieben, ne? Man tut nie stehen bleiben und man dreht sich nicht um. Das ist die Horrorspielregel Nummer 1. Nicht umdrehen. Was mache ich? Ich bleib stehen und ich drehe mich um. Ah. Da gibt es übrigens ein sehr, sehr lustiges Let's Play vom... Jetzt fällt mir nicht an, wie er heißt. I should start by checking the mansion first. Vom Bergmann. And then maybe the train station. I feel safer and warmer when I'm around fires and light sources. Good rule of paranormal investigation. Evil spirits can't hurt you if you're around fire and lights. I hope. Okay, tut was aufschreiben? Das hat das jetzt I should check my journal. Yeah, check your journal. How? Er sagt, er will sein Tagebuch lesen, aber wo ist denn das Scheiß? Ist die Kamera? Und ich stehe schon wieder in der Hütte und weiß nicht, was ich tun soll. I should check my journal. Das Journal könnte natürlich ein Videotagebuch auch sein. Gibt es einen Knopf, den ich drücken kann? Ich sehe da einen. Oh. Ja, es ist wieder R1. Das macht genau das gleiche wie X. Es gibt bei dem Spiel anscheinend nur zwei Knöpfe. Drei. Viereck für die Map. Dreieck fürs Taschenlicht. Für die Taschenlampe. L1 fürs Laufen. Und halt X. Oder... R1 und ich drücke den falschen Knopf. Vor lauter Panik. So.
Ich muss jetzt mal zum Woodcutters Cottage und ich renne dann einfach geradeaus nach unten. Scheiß drauf. Der Typ ist links, also renne ich einfach rechts vorbei. So, wo muss ich jetzt hin? Schräg links dann. Ah, schau mal, das ist ein richtiges Haus. Das ist besser, das Feuer, schau. So. Wo bin ich da jetzt da? Beim Woodcutters Cottage. Und jetzt da irgendwie links. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen. So. Noch ein bisschen. Und jetzt geradeaus. Ich renne einfach und hoffe, dass keiner da steht. Da ist ein Licht, Licht, Licht. Renn, 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 renn. So. Und jetzt halb links. Jetzt schaue ich genau hin. Vielleicht sollte ich in dem Fall aber jetzt bei dem Haus wieder vorbeilaufen. Kann man da rein? Ja. Wo bin ich da? Er speichert, schau. Ja. Und jetzt? Das hat es jetzt vollbracht, ne? Ah, das ist eine Kiste. Eine Kiste. Oh, wir haben ein Werkzeug. Nimm's. Nein! Nimm das Ding raus! Ich höre Schritte. Wie nehme ich was? Ich hab's. Oh, Bathrobe Cleaner. Ich habe eine Trophäe gekriegt, ich habe keine Ahnung wofür. Und ich würde dieses Ding gern behalten. Aber ich weiß nicht, wie ich den in mein Inventar krieg. Und ich Kreis drück auch nicht. Now I can break those chains. Ah, er hat's eingesteckt. Welche Chains? Wir sind gerade irgendwo vorbeigerannt, wo Chains waren, gell? Das war... Beim Woodcutter Cottage waren doch Chains. Da waren doch so Ketten vor dem... Ne? Er hat er nichts gesagt, wir sollen zuerst zum Menschen gehen. Ich bin verwirrt. Okay, also die Dinge, die er einsteckt, steckt er einfach ein, wenn man nochmal X drückt. Und das Gute ist mal, es gibt keine Batterie, das heißt, das Licht geht nie aus. Ah. Bei dem Spiel bin ich echt froh, dass ich keine Facecam habe. Wenn ich jetzt geradeaus renne, komme ich zu dem Major House. Nein, ich renne aber zuerst zur Feuerstelle, das ist sicherer. Mach es genauso, wie ich gerade gelaufen bin. So, und jetzt halb links, Woodcutter. So, ich renne jetzt nochmal genau den gleichen Weg und hoffe, dass ich keinen Blödsinn mache. Oh oh. Schaut jetzt schon nicht gut aus. Scheiße. Shit. Scheiße. Ich bin gleich tot, ich sehe das schon kommen. Wie bin ich denn da runtergerannt, sag einmal? Oder geh einfach weiter zu dem Haus da drüben. Achso, da war ich gerade. Jetzt sehe ich das Haus nicht mehr. Ich schaue direkt hin und sehe es nicht. Hat der Typ das Haus? Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich drehe mich um und renne zu den Menschen. Ich renne wieder rauf. So. So. Okay. Und jetzt links. Ja. Relativ genau in die Richtung müsste das sein. Und ich renne jetzt einfach. Lauf, Nora, lauf. Shit. Da drüben. Da ist Licht. So. Gut, dass wir da Leiter stehen haben mitten im Wald. Das sind mehrere Lichtpunkte. Es wäre cool, wenn man die Lichtpunkte sich merken könnte.
wenn man sich die Lichtpunkte, also Deutsch ist heute nicht meine beste Sprache, ne? So, wir sind da im Licht. Scheiße, da drin ist finster. Geh wieder raus. Wo finden die hin? Die führen zur Train Station. Und die anderen führen zum Toymakers Haus. Ich renne mal zum Train Station. Ich bin planlos. Da unten ist noch ein Licht. Ich renne jetzt einfach von Licht nach Licht. Bis ich irgendwo ankomme. So. Da ist gleich die Train Station, schau. So. Der hat mich vorher umgebracht, obwohl ich eigentlich im Licht gestanden bin. Was sehr, sehr gemein ist. Okay, da drüben ist auch noch Licht, schau. Warum ist da Licht? Wissen wir nicht genau. Ja. Jetzt bin ich mutig, der umeinander rennt. Jetzt erklärt das auch, was diese Dinger sind. Das sind die Feuerstellen. Und wir müssen zum Bürgermeister, hätte ich gesagt. Also gehen wir mal da von Licht zu Licht und hoffen, dass uns das Viech nicht tötet. Links. Scheiße. Ja, und da weiß man auch nie, wo Berg ist und wo kein Berg ist bei dem Blöden. Wie das Wald da gemacht ist. Mist. Und ich bin schon wieder ganz woanders, wo ich nicht hin wollte. Ah, Fahr Birdcage Whisperer. Ich habe jetzt eine Trophäe gekriegt und einen halben Herzinfarkt. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die Trophäe gekriegt habe, zur Abwechslung. Ah, schau, da ist einer. Oder? Oh Gott, ich bin paranoid. Da ist einer. Ich beobachte ihn einmal ein bisschen zur Abwechslung. Schau mal, wo der hingeht. Ich bin ein Angsthase. Hinter mir ist auch einer, oder was? Scheiße, da ist immer noch da. Ich renn mal darüber. So, ist er immer noch da? Jetzt sehe ich ihn nicht. Aber wenn ich jetzt dort renne... Scheiße! Jetzt sehe ich ihn nicht. Also renn mal. Scheiße, da ist er! Dreh dich um! Ich renn mal darauf. Shit! Da war doch gerade irgendwann ein Weg. Oh, shit. Genau, da ist der Weg. Und der geht dann da weiter. Ich probiere es einfach, ne? So. Schon wieder was. Shit, 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 shit. Renn. So. Jetzt bin ich beim Major, also beim Haus vom Bürgermeister. Das kann ich nicht aufmachen. So scheiße. Okay, und jetzt muss ich da durch, wo ich vorher nicht durch konnte, weil mich das Ding da getötet hat. Wo ist dein Licht? Ich sehe kein Licht. Da ist nirgends Licht. Da ist Licht. So. Einfach
geradeaus, ne? Es war halt irgendwie einfacher, ja, wenn das Ding speichern würde, wenn man bei so einem Teil ist. Da. So. Vielleicht sollte ich zuerst. Aber Richtung meine Cabin war doch dieses Ding. Aber ich muss irgendwie da nach oben kommen. Jetzt bin ich oben. Licht, bitte, Licht. Da ist Licht. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. So, da sind wir. Und jetzt rechts. Da vorne ist einer, schau. Ah, nicht rechts, links natürlich. So. Und da kann ich jetzt mal aufmachen. So, es speichert. So. Was ist das? Sleepy Beauty. Aha, da kriegt man auch eine Trophäe dafür. Oh scheiße, das Little schlaft einer. Der ist tot. Das ist wahrscheinlich der Woodcut, also der Holzfäller. Und für was bin ich da jetzt reingegangen? Da ist überhaupt nichts. Oh ja, da liegt was. Da liegen lauter Dinge, die ich nicht angreifen kann. Na, das ist eine Kiste. Hat. Eine Axt. Ja, er nimmt's aber nicht. Jetzt hat er die Axt genommen. Now I can cut through those planks at the mansion. Die Bretter bei der Villa. Der weiß auch nicht, was er will, gell? So. Ich renne jetzt einmal da und geradeaus, ne? Scheiße, wo ist das Licht? Da. So, und jetzt? Ein bisschen links sollte die Hütte sein. Genau da. Ups. Scheiße, da komme ich nicht durch. Ah, shit. Ah, fuck die Bohne. Also, da könnte ich sogar im richtigen Leben, würde ich das da drüber schaffen. So, ich bin schon wieder da, wo ich vorher gestorben bin. War das überhaupt da? Das hat er nicht gemeint, oder? Nein. So. Nix, das Licht ist da vorne. Aber da steht einer mitten am Weg, schau. Das ist scheiße. Da drüben ist auch ein Licht, rennen wir darüber. Bitte, bitte sag, dass du bergauf schaffst. Ja, so, da ist ein Licht. Jetzt sehe ich den Typen aber nicht mehr. Hoffen wir einfach, dass der da jetzt nicht ist. Und dass ich es da durchschaffe. So, wo bin ich jetzt? Halb links muss ich da in die Richtung. Da ist schon das nächste Licht. Ja, da sind mehrere Lichter. Ich renne einfach. Ich weiß ja nicht mal, wie viele. Da oben ist auch einer, schau. Da sind zwei. Scheiße, die werden immer mehr. Fuck. Und wie komme ich dort jetzt hin, wenn die da überall stehen? Sehe ich es wieder nicht. Da ist einer. Wow. Oh, und jetzt? Jetzt war ich so mutig. Renn! Der rennt aber nicht wirklich schnell, wenn er schnell rennen soll. Wo muss ich jetzt hin? Ein bisschen links. Okay, renn einfach. Renn! Umdrehen? Ich drehe mich schon wieder um. Was habe ich vorher gesagt? Nicht umdrehen. Da ist offen. War ich da vorher schon drin? Ah, die Bretter hat er gemeint. Die habe ich noch gar nicht gesehen.
Da will irgendwas bei den Brettern irgendwas machen und ich soll's rauslassen? Meinen die das ernst? Eine blutige Couch, na wunderbar. Schau, schau, schau. Da ist fix irgendwas drunter. Gib her den Schlüssel. Komm, Spiel, gib den Schlüssel her. Jetzt nimm den Schlüssel. Nachher umdrehen. This should be the key to the Toymaker's house. To the Toymaker's house. So, puh. Toymaker's house wird's links rum. Ich bin wirklich, wirklich mutig. Ah, ah, da ist einer. Gleich wieder zurück. Vielleicht rennen wir mal zu dem da. So, schauen wir mal umdrehen. Der geht dann nach rechts und nach links. Ich glaube, ich sollte zuerst wieder runter. So, wie schaut es da aus? Da sehe ich gerade keinen. Wo bin ich jetzt? Wo ist das nächste Licht da unten? Boah, die Musik ist auch noch gruselig dazu. So, noch ein Stückchen, dann sind wir bei der Train Station. Ich sehe da gerade keinen, also renne ich mal. So, und jetzt muss man das wie in Corona machen, ne? Rechts und links und rechts und links. Aber das sind wieder so wenige Lichter. Und da oben steht schon wieder einer, schau. Ich renne jetzt einfach da geradeaus, aber da steht doch auch einer, oder? Komm, 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 lauf, 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 lauf. Steht da einer? Nein, ist ein Schild. Boah, das war mutig. So, wo sind wir jetzt da? Farmer's Cottage, okay. So. Und da jetzt einfach geradeaus rauf. Komm, lauf, 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 lauf. Der ist offen. War ich da schon drin vorher? Na, da war ich noch nicht drin, oder? Oh, da war ich schon mal drin, oder? Ganz am Anfang. Ja, da waren wir schon mal drin. Okay. Also ich stehe da jetzt vor der Tür und muss jetzt hinten rum. Also irgendwie in die Richtung da. Na? Na. Da. Hinters Haus. Shit. Ich sehe da. Oh oh. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Wo bin ich? Ich renne einfach. Ich renne. So, da sind wir mal. Ich glaube, das ist das letzte Haus, was ich heute mache. Also ich finde das Spiel nicht schlecht, aber ich sag's gleich, alleine würde ich das mir nicht spielen trauen. Das legt er wieder hin. Was ist denn das für ein komischer Kerl? Für was kann ich das anwählen, wenn das dann nicht einsteckt? Er hat sich gerade urschnell gedreht. Das wäre super, wenn ich wüsste, wie das geht. Weil das könnte hilfreich sein. Okay, da gibt es noch ein Zimmer. Da liegt noch eine Zeitung. Schau, eine putzige Zeitung. Aber da steht was. Oder? Na, alles für Weihnachten steht da drauf. Ah, Entschuldigung. Oh oh. Oh, The Creeping Bride. Ich habe schon wieder eine Trophäe gekriegt.
Interessant. Es gibt anscheinend Leute, die das. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Spiel ist oder das andere, was ich mir heute gekauft habe, das wir dann auch noch anspielen werden. Das ist noch so eine Zeitung, schau. Wo man ca. 3,5 Stunden braucht zum Fertigspielen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Wie viele blutige Zettel kann man aufheben? Alle. Aha. Schau, was da drauf gemalt ist. Das ist wie bei Collards, wirklich. Interessant. Also irgendwer hat sich da die Mühe gemacht, das aufzumalen. Was? Da war gerade ein X. Das war wohl die Tür. Die lassen wir mal offen. War ich jetzt da schon drin? Nein. Toilette? Kübel? Dusche. Aha. Achso, es gibt keinen Hausplan. Plan vom Haus. Da ist noch eine Tür. Oh mein Gott, da geht's in den Keller. Da gehen wir noch nicht runter. Nein, nein, nein. Jetzt schauen wir mal, ob wir da alles haben. Was? Küche? Da könnte noch irgendwas sein, was sinnvoll ist. Da ist ein Kopf. Schau dir das an. Ich war doch gerade in der Küche. Ich bin so paranoid, das ist... Welche Tür ist jetzt schon wieder aufgegangen? Wissen wir nicht genau. Das ist die Eingangstür, oder? Nein. Da ist Licht. Und ein Foto. Auf dem man wieder mal nichts sehen kann. Was, vielleicht so? Aha. Telefon? Funktioniert das Telefon? Nein. Ist nicht mal ein Kabel angeschlossen? Oh ja. Kabel schon. Kasten geht nicht. Das ist noch so eine Zeitung. Aha. Da gibt es noch eine Tür. Wie viele Türen hat das Zimmer? Die Wohnung ist arg. Wirklich. Und da hinten ist noch eine Tür. Schau dir das an. Ah, das ist das Klavierzimmer, okay. Na gut, dann gehen wir halt in den Keller. Ne? Was habe ich gerade gesagt? Ich gehe jetzt nicht mehr in den Keller. Naja, eine Minute 40 haben wir noch. Also schauen wir mal, was im Keller passiert. Wie lange ich das da unten aushalte. Ich schreibe euch dann. Oh mein Gott. In die Kommentare, in Beschreibung rein. Ich weiß gar nicht, was ich in die Beschreibung. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es ist schrecklich. Ich schreibe euch in die Kommentare rein. In die Beschreibung rein. Scheiße. Renn. Scheiße, was ist das? Schau, da. Zack. Ist schon ausgeschalten. Das Problem ist jetzt, gibt's auch kein Licht. Wo war denn das jetzt da? Ich glaube, ich renne nochmal zurück und hoffe, dass der weg ist. Da bin ich hergekommen, oder? Jetzt habe ich glaube, da steht einer. Da war das. Zack. Da ist sie aber nicht drin. Mach mal wieder zu die Tür. Mach zu. So. Nora, mutig sein. Shit, ich muss gerade auf die Uhr schauen. 35, okay. Hm?
Ah, ich schreibe euch dann rein, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich schreibe euch rein in die Beschreibung, wie viel Prozent vom Spiel das ist, welche Trophäen das sind und ob es überhaupt eine Platine gibt. Ich habe gar nicht geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einfach nur das Spiel mal kurz ein Let's Play angeschaut, in dem ich nicht wirklich geschaut habe, was der tut, sondern einfach nur geschaut habe, was man da macht im Spiel, also dass man herumrennt und irgendwie Dinge vermeidet. Und mehr wusste ich nicht von dem Spiel. Und viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Da habe ich gerade kann ich den Strom jetzt wieder einschalten? Ich bin noch gerade bergab gegangen. Wieso? Ich bin wahrscheinlich gleich tot. Ja, da bin ich doch gerade herkommen. Aber da der Schalter jetzt das einzige ist, was ich da gefunden habe, würde ich sagen, den drücken wir mal. War ich da schon? Oh, ich habe keine Ahnung. Da ist offen. Ja, da. Nein! Mach zu die Tür. Also war das die falsche Richtung, in die ich gerade gerannt bin. Das sind. Oh fuck, da. Okay, die Körper zu den Köpfen, die wir dort gesehen haben, sind alle hier anscheinend. Schau, da geht schon wieder bergauf. Für was bin ich da gerade runtergegangen? Aber das Geräusch kommt wieder. Das heißt, vielleicht ist das. Ah, schau, ich habe wieder auf. Shit. Also da bin ich reinkommen anscheinend. Ich renne jetzt einmal. Das ist die Tür, die ich gerade zugemacht habe, wo der Typ dahinter ist, ne? Shit. Lauf, Nora, lauf, lauf. War das die Tür, die unter Strom war, ne? Aha, da war ich aber noch nicht, oder? War ich da schon? Schuhe? Na, da war ich noch nicht. Ah, da ist keine. Ist eine Silent Hill Tür, die nicht aufgeht? Okay, also wir rennen da jetzt durch ein. Schauen, da stehen wieder diese Buchstaben. Von ganz am Anfang mit diesem Zeichen. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Strom zu tun. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich tun soll. Und die Zeit ist eigentlich auch schon vorbei. Deshalb sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Das ist Nerved. Also so viel, wie ich von dem Spiel so viel ich bis jetzt geschafft habe. Das Spiel macht mich ein bisschen fertig. Ich bin die Nora, aber ich habe mich nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die andere Nora ist. Also die im Spiel. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, macht es gut, abonniert mich und liked mich, beziehungsweise schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich spielen soll oder Fragen habt zu irgendwelchen Spielen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, macht es gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!